So, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Corleone. Und ja, heute seht ihr mal wieder hier ein weiteres Brustcam-Commentary. Warum? Weil es einfach übertrieben heiß draußen ist und ich gar keinen Bock habe, mich hier ewig an PC zu setzen. Ich war auch bis eben gerade unterwegs. Freunde, meine Fresse, dachte ich mir gestern Abend. Meine Fresse. Ich gucke mir die Resonanz des Videos an. Okay, 5000 Aufrufe, fast 2000 positive Bewertungen, ein bisschen was über 100 Dislikes, meine Fresse, juckt mich nicht. Aber mal ganz kurz, eine Handvoll Leute haben mein Video von gestern überhaupt nicht verstanden. Es ging nicht um Homophobie oder um Schwulenhetze, ums Haten einer Minderheit. Es ging schlicht und ergreifend einfach nur um die Medien, dass ich euch erklären wollte, dass die Medien vorgaukeln, dass es in Ordnung ist oder beziehungsweise, dass die Medien uns aufzwingen, dass wir es in Ordnung finden müssen, wenn sich andere Leute den Stängel kauen. Ich meine, letztendlich, ich wünsche den Schwulen nicht den Tod oder sonst irgendwas. Wenn die sich den Stängel massieren wollen oder den Stängel kauen wollen, sollen die das gerne machen. Wenn ich davon nichts mitkriege und mein Auge sich nicht übergeben muss, ja? Wenn die das dann in ihrer verfluchten Wohnung machen und, boah, man, ohne Witz, ist ja auch scheißegal. Es ging jedenfalls nicht um Schwuchtelhate oder sonst irgendwas. Es ging nur darum, dass die Medien euch beeinflussen. Und so wie mein Video gestern rüberkam, habe ich euch ja praktisch auch beeinflusst. Ich habe nur einen einzigen Fehler gemacht. Das gebe ich auch wirklich zu. Ich habe gesagt, jeder, der das Video disliked, ist eine Schwuchtel oder hat einen schwulen Freund. Damit habe ich euch komplett eure eigene Meinungsfreiheit genommen und euch praktisch dazu verpflichtet, dieses Video zu liken, damit ihr nicht als Schwuchteln dasteht. Ja? Wenn ihr die Meinung habt, leben und leben lassen, ist auch wirklich so. Aber die Evolution hat den Menschen erschaffen als Mann und Frau, damit wir uns vermehren und dann Kinder kriegen und nicht damit Peter und Manfred irgendwann heiraten, dann irgendwo im südostasiatischen Raum ein kleines Kind adoptieren, dieses Kind dann in Europa bzw. in Deutschland aufwächst, dann irgendwann eingeschult wird, 7, 8 Jahre alt ist und die Lehrerin dann sagt: Ja, Klaus, deine Eltern waren gestern beim Elternsprechtag. Ja, also ich muss schon zugeben, sind zwei echt nette Kerle, so. Ich meine, wie soll dann das Kind aufwachsen? Ja? Das meinte ich zum Thema Erziehung und so, weil hätte ich meinen Vater damals gefragt: Du Papa, sag mal, darf ich auch mal mit Puppen spielen? Hätte er geantwortet: Na klar, mein Sohn, wenn du alt genug bist, die endlich mal aufzublasen, kannst du auch mit den Puppen spielen. So, wisst ihr, wie ich meine? Mein Vater hätte mich niemals mit Puppen spielen lassen, mit Action Man, die Pistolen in der Hand hatten und Panzer hatte ich und kleine Minisoldaten hier und so. Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Freunde, auf jeden Fall nicht meine Meinung falsch verstehen. Ich gebe es zu, ey. Wie gesagt, das war ein Fehler, dass ich gesagt habe, jeder, der disliked, ist eine Schwuchtel. Ich kenne selber einen Jungen. Da habe ich erst viel, viel später erfahren, dass der schwul ist. Da dachte ich mir aber auch, ey, du kannst den jetzt nicht unkorrekt finden, nur weil er schwul ist, solange er den Scheiß nicht vor mir praktiziert und sich nicht wie eine Tunte aufführt, mich nicht anbaggert, mir seine Meinung nicht aufzwängen will, kann er auch gerne am Leben bleiben, kann er mich auch gerne mal anrufen, wenn er mal, keine Ahnung, wir gehen alle mal zusammen in eine Cocktailbar oder so und dann ist die Schwuchtel halt dabei, aber da fällt er gar nicht auf, so wisst ihr, da wird er nicht diskriminiert, ey Fabi, du alte Schwuchtel oder so. Dieser Junge war mal Redakteur bei der BZ Berliner Zeitung im Sportbereich, ja, und der Typ hat mir damals klargemacht, dass ich zum Launch-Event in Berlin fahren durfte und da MW3 spielen durfte. Da hatte ich noch nicht mal irgendwas mit YouTube zu tun, da waren da aber nur so C-Promis, so Stefan Effenberg, auch ein paar Rapper aus Berlin und so. Und ich durfte dann da mit 10 anderen Call of Duty MW3 spielen. Das hat der Typ mir klar gemacht, weil er einfach die ganze Connection zur VIP hat und so. Ich sag jetzt nicht, dass ich das geil finde, wenn die sich da rumschwulen, dies, das, aber leben und leben lassen. Und in meinem Video gestern habe ich ja gesagt, dass es moralisch verwerflich ist, der Jugend das vorzugaukeln im Fernsehen. Das finde ich auch nicht gut, weil die Jugend soll für sich entscheiden. Die sollen sich ihre eigene Meinung bilden, Freunde. Ihr sollt euch nicht meine Meinung annehmen, ihr sollt euch eure eigene Meinung bilden, ne? Und viele von euch waren ja auch meiner Meinung, ne? Aber einige haben das auch wirklich richtig, richtig falsch interpretiert. Das tut mir auch ein bisschen leid. Vielleicht habe ich mich da auch falsch ausgedrückt. Nein, Mann, ich habe mich nicht falsch ausgedrückt. Da, wo wären wir denn? Ich habe mir das Video vorhin ja extra nochmal angehört. Einige haben sich da echt komplett verhört oder sonst irgendwas. Genauso auch, dass ich meinte, die Österreicher schämen sich bestimmt für diese Conchita Wurst. Nicht, oh, man muss sich für Österreich schämen oder sonst irgendwas. Ja, ich habe so viele Abonnenten, die aus Österreich kommen. Erstmal Grüße an Österreich hier. Nicht falsch verstehen, Freunde. Ich meine, ihr schämt euch doch sicherlich selber für diese Wurst da, wo man nicht identifizieren konnte, welches Geschlecht es überhaupt hat da. Meine Fresse, es ging wirklich nur darum, dass die Medien euch aufzwingen, dass ihr das
gutheißen müsst. Um nichts anderes ging es. Klar ist dann auch vielleicht die ein oder andere abfällige Bemerkung gefallen gegenüber den Schwanzlutschern, aber ich meine, das ist meine Meinung. Ich find's nun mal einfach eklig so, aber trotzdem leben und leben lassen. Sie haben eine Daseinsberechtigung. Irgendwas ist definitiv da schiefgelaufen. Vielleicht auch ein paar Hormone oder Chromosome verdreht oder wie auch immer. Ist mir auch scheißegal. Ich bin auch kein verfluchter Biologielehrer. Freunde, für die Leute, meine richtigen treuen Fans haben es auf Facebook heute schon gesehen. Ich habe heute Vormittag ein Video hochgeladen, wo ich zu sehen bin mit einer Sonnenbrille. Krass, von Prada und so. Ich will ja nicht pushen und so, aber Prada-Brille. Könnt euch auf jeden Fall angucken. Der ein oder andere hat auch gehatet. So, was ist denn das für einer, der redet über Frauen, Mädchen, Sex, dies, das. Hatte ein Profilbild von Heino. Dachte ich mir, bei dir läuft das Leben auf jeden Fall. Wieder so ein 120-Kilo-Junge, der nicht verkraften konnte, dass man doch einer ist von denen, der seine Schwester fickt. Nee, ist natürlich nicht böse gemeint, Freunde. Also an die Hater, es juckt mich nicht, ob ihr mich geil findet, heiß findet, stylisch findet. Ihr sollt euch unterhalten fühlen von meinen Videos. Und wer der Meinung ist, mich zu deabonnieren, scheiße gelaufen. War eine coole Zeit mit euch. Die Leute, die hier weiter gerne, keine Ahnung, mich weiter abonniert haben, meine Videos weiter verfolgen und weiterhin am Ball bleiben. Ihr seid auf jeden Fall alle herzlich willkommen. Die 20.000 sind jetzt fast erreicht. Noch 2.000 fehlen oder so. Es dauert jetzt noch bis Mitte Juni oder so. Da haben wir auch die 20.000. Dann gibt es wahrscheinlich auch regelmäßige Facecam-Commentaries und so weiter. Hast du nicht gesehen. Ihr solltet auf jeden Fall nicht vergessen, dieses Video hier zu bewerten. Ja, das ist wichtig, dass ihr das bewertet und kommentiert, was ihr davon haltet, ja, von der ganzen Sache. Wie gesagt, mir ist scheißegal, wie ihr findet, wie ich aussehe da auf Facebook. Fragt doch mal eure Schwestern, also an die Hater so, ihr könnt gerne mal für ein Wochenende eure Schwester vorbeischicken so und dann könnt ihr die mal fragen, wie sie das Wochenende so fand mit dem Corleone. Freunde, bewerten, kommt ihr nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, ich liebe alle meine Abonnenten, bis zum nächsten Mal, haut rein. Das war ja eine Scheißbewegung, ne? Das wusste ich ja nicht, das muss ich noch üben.